Zombies. So, und hier sind wir wieder. So, weiter geht's mit Hogwarts. So, und zwar, ja, wie man es schon unschwer erkennen kann, ist es schon wieder der Berg. Was soll ich euch sagen? Ist es schon wieder der Berg, ne? Aber muss ja auch gemacht werden, ne? Und wir haben eigentlich auch schon gut was geschafft, ne? Also der Berg jetzt ums Schloss rum, sag ich mal, ist jetzt mit dem Teil fertig, ne? Dass uns dann hier nur noch das Tal hier einmal rum fehlt mit dem See und so, ne? Aber ich habe, was jetzt hier am Schloss, ne, was jetzt hier noch offen war, also hier, da, ne, habe ich alles zugemacht. Und das gehen wir jetzt einmal alles durch. So, ne? Wie gesagt, als Ideenstütze, ne? So, ne, wie ihr seht, wir sind hier in der Ecke, ne, wo wir hier die Brücke gemacht haben, ne, wo hier der Hof ist, ne, und wo wir hier die eine Brücke, die hier noch ist, angefangen haben. Ne, so hier in der Ecke sind wir. Wir gehen erstmal hier zum Hof, ne, wo wir hier den Anbau gemacht haben. Ne? So, da habe ich das einfach so gemacht, dass wir das, also dass ich das einfach so gemacht habe. Ich habe euch das ja gezeigt, dass ich das so gemacht habe hier, ne, an dem Gebäude, also wie das halt hier hinten, also hier zwischen, ne, hier so, ne, dass wir das ja bis hier irgendwie hatten, ne, bis zu dem Anbau. Ne? Dann habe ich das einfach so gemacht, dass ich das bis zu dem Turm hier hinten komplett gerade durchgezogen habe. Und dann einfach hier ein bisschen angepasst. Ich dachte gerade, da wäre ein Fehler drin. Alles gut. Ne, einfach hier so angepasst. Ne, und dann habe ich den Anbau, den wir hier gemacht hatten, ne, was hier war, also weil das ja hier noch ein bisschen geflogen ist, habe ich das einfach so ein bisschen in den Berg so integriert. Ne, dass das nicht ganz so scheiße aussieht. Ne? So. Ne? Das war schon mal der Teil. So. Und dann, seht ihr, hier habe ich auch ganz fleißig alles zugemacht hier. Ne, wie ihr seht, hier, ne, habe ich das so, also hier in der Ecke hier habe ich das so gemacht, dass hier oben, ne, seht ihr hier, zwei Blöcke, hier zwei Blöcke und hier zwei Blöcke. Ne, und das dann einfach, ne, wie ihr seht, so nach unten gezogen habe, hier am Turm ein bisschen angepasst, also was heißt ein bisschen angepasst, einfach so an den Turm so dran, ne? Hier sieht man ja gerade und dann geht das hier so, ne, ja, und dann, wie ich das hier unten, wie ich das mit euch gemacht habe, ne, einfach so zack, ne? Hier so um die Ecke runter, hier auch um die Ecke, dann hier einmal lang komplett, ne? Die ersten zwei Reihen gerade an die Wand noch dran, ne? Den Rest dann hier mit dem Turm ein bisschen geguckt, so sieht das dann jetzt hier aus, ne? Hier mit dem Turm ein bisschen das verbunden hier, ne? Dann hier um den Turm einmal rum ein bisschen, ne? So, ne, habe ich das gemacht, ne? Hier um den Turm rum, dann habe ich das hier auch gemacht, ne? Um den Turm so rum, ne? Bis ich dann hier immer das lange Stück hatte hier, ja, und hier, ne, bin ich so um die zwei Türme rum. Die andere Seite hier von dem Turm zeige ich euch gleich. Hier, die habt ihr ja gerade gesehen. So, pass auf, dann habe ich das hier so und hier so. Immer das lange Stück. Und dann habe ich das einfach so immer miteinander so gemacht, dass das irgendwie dann passt mit der Geraden. Und hier oben habe ich das auch gemacht. So zwei Blöcke und dann die ersten zwei Reihen, die hier so gerade, bam, bam, einmal hier lang gehen, so von Seite zu Seite. Und dann ab der dritten Reihe hier wieder geguckt mit dem Turm. Ne, dass das einfach so schön ein bisschen ineinander passt. Ne, hier ganz unten habe ich dann den Endstein, heißt das ja, glaube ich, jetzt, ne, durch Rasen ersetzt. Ich weiß aber noch, eigentlich war es uninteressant, ne, weil hier geht ja noch Wasser lang, was ja dann, ne, also von hier geht ja noch das Wasser durch, ne, was ja dann da anschließt. Also eigentlich ist das scheißegal. Aber jeder macht das ja anders. Das ist ja nur so eine kleine Ideenstütze, ne, wie man es machen könnte. Ne, wie gesagt, ne, so habe ich das dann hier gemacht. So, pass auf. Dann bin ich hier weiter um den Turm rum. Ne, bis hier. Dann habe ich das hier so gemacht. Und hier dann an die Mauer hier. Einmal komplett runtergezogen. Ne, und dann habe ich einfach hier die Wand, ne, was dann, ne, hier dann noch offen war, so ein kleines Stück, habe ich dann einfach bis zum Boden komplett runtergezogen. Ne, also quasi, wie wir das hier gemacht haben. Ne, komplett
runter bis auf den Boden gezogen, ne, damit das zu ist. Ne? So sieht das dann auf der Seite hier jetzt schon mal aus. Na, haben wir das ja gut und schnell geschafft. Hier, gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. 5 Minuten. Na gut, knappe 6. Na, haben wir hier. So, dann haben wir hier das zu. So, und natürlich war ich noch fleißig und habe hier auch gleich direkt komplett mit zugekloppt. Na, und da fangen wir jetzt an. Genau. Da haben wir das ja hier nur so weit gemacht gehabt. Ich glaube, hier da unten sieht man noch das ein bisschen. Ja, wir waren ja nur bis hier oder so, ne? Ich glaube, ich habe das gar nicht, ich habe das gar nicht mehr im Gedächtnis. Aber ich glaube, wir sind nur bis hier gegangen, ne? Wenn ich jetzt mal nach unten gucke. Ah, doch, das kommt eigentlich ganz gut hin. Und das habe ich dann einfach komplett gerade weitergezogen bis in die Ecke hier komplett am Ende. Ne? Einmal so runter, ne? Dann seht ihr hier einmal eine Kurve rum. Ne? Hier haben wir dann 3 Blöcke. Ne? Das geht dann komplett lang. Ne? Dann habe ich das so weit gezogen, erstmal bis hier, ne? Zu dem Ende, ne? Von dem Gebäude. Ne? Habe ich das so weit erstmal gezogen. Ne? Und dann, bevor ich hier weitergemacht hatte, auch hier mit der Ecke und so, habe ich erstmal hier gemacht. Ne? Bei den 2 Türmchen hier und der Wand. Ne? Da habe ich das so gemacht. Also hier jetzt speziell um die Ecke geht es jetzt hier erstmal. Da habe ich das so gemacht. Ah, die Cam ist eigentlich ein bisschen dunkel, ne? Oder? Na, es geht. Da habe ich das so gemacht, dass ich hier das gerade erstmal runtergezogen habe. Ne, das lange Stück so gerade runter. Ne, dann hier den 2er gerade runter und dann den anderen 2er hier auch noch gerade runter. Und dann hier einfach mit einer, ne, seht ihr, hier so ein bisschen das hier so dran. Ne? So. Ja, und dann einfach hier rum, ne, so zack, seht ihr, ne, habe ich das auch erstmal so gemacht, ein bisschen hier rum so. Ne, immer hier so ein Stück so lang, ne, dann habe ich dasselbe hier auch gemacht, gerade runter, dann, hier seht ihr ja 2 Zweier, und dann, ne, immer so, ne, wartet mal, ich zeige euch das mal so, ne, einfach so dann verbunden, ne, dass das hier in der Mitte an der Wand, an der Wand, noch so gerade dann passt, ne, und so, ne, dann habe ich das so gemacht, dann ist ja hier gerade gewesen, und dann habe ich das einfach so gemacht, dass ich hier den 2er dahinter, hier den einfach genommen habe, das hier einfach gerade runter und dann einfach bis in die Ecke, ne, und dann einfach verbunden hier mit dem Stück hier, ne, dass das hier so einmal gerade alles zugeht. Ne? Und so sieht das dann jetzt aus, wie wir das jetzt hier erstmal gemacht haben. Dann haben wir das so, jetzt wo das Schloss quasi draufsteht, der Berg, sagen, nennen wir das jetzt einfach mal so, der ist jetzt komplett weg. Also fertig quasi. Jetzt. Ne? Fehlt uns ja jetzt hier nur noch die andere Seite hier. Das ist das Gebirge hier, ne, auf der anderen Seite komplett. Dann der Schwarze See, den wir ja dann schon so ein bisschen angefangen hatten. Ne, in der letzten Folge, glaube ich. Ne, aber sonst, soweit haben wir jetzt hier den Berg, wo das Schloss draufsteht. Der ist jetzt eigentlich, ist der komplett fertig jetzt. Ne? Wir haben hier die offenen Stellen jetzt alle zu. Alle fertig. Ne? Ich habe aber noch was anderes überlegt, das ist, muss ich aber erst vorbauen, weil mir das eben vor der Aufnahme spontan eingefallen ist. Deswegen muss ich das erst noch ein bisschen nachgucken, wie ich das am besten mache. Aber, ich habe mir überlegt, dass wir das hier nicht so offen lassen. Ich habe mir überlegt, dass wir das hier ein bisschen zubauen. Also, ne, dass wir quasi, weil ich ja hier... Habe ich ja jetzt auch schon ein bisschen wieder gemacht. Weil ich ja hier das Wasser komplett lang führen will. Ja, und dann hier durch. Ne, dann hier so lang und dann schließt das ja da an. Da habe ich mir überlegt, ob wir jetzt hier auch Wasser machen. Habe ich erst überlegt, bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Habe ich erst überlegt, ob wir hier den 2er unten und den ersten 3er hier nehmen. Und dann hier irgendwie noch so was lang ziehen, ja, dass wir irgendwie hier ankommen. Und dann hier noch so ein ganz kleines Gebirge irgendwie reinfummeln. Das weiß ich aber noch nicht. Das ist mir, wie gesagt, diese Überlegung, das kam mir eh spontan irgendwie, eben bevor ich die Aufnahme gestartet habe, kam mir das irgendwie ganz spontan, dass man ja hier vielleicht noch irgendwie was machen könnte. Vor allem, dass das hier nicht so aussieht, sondern also, dass man das halt nicht ganz so hoch macht wie hier, sondern so, nur so minimal vielleicht hier noch so... So eine kleine bergige Landschaft irgendwie hinklatscht, ne, bevor dann das Wasser hier durchgeht. Das weiß ich aber, wie gesagt, noch nicht. Da bin ich. Das ist noch in
Das ist noch in Arbeit. Das ist noch am Rattern. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob das einfach mit Wasser oder ob ich das einfach mit Wasser mache. Oder ob ich da noch so eine kleine Landschaft, bergige Landschaft hinkloppen tue. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Das ist. Ja, das guck ich die Tage, weil ich weiß es noch nicht. Na, aber sonst haben wir ja halt. Ah ja. Back, back, back. Buggy, 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 buggy. Geil. Ja, wie gesagt, das überlege ich mir noch, aber sonst haben wir hier jetzt alles soweit zu. Ich meine, das nächste, was wir jetzt machen, ne, ich meine, man sieht es schon, ne, hier ist ja noch offen, ne, und ja, hier habe ich immer noch nichts. Kann mir da jetzt, ey, ohne Witz, kann mir da mal einer helfen irgendwie? Wieder hier dieser Innenhof, wie der aufgebaut ist. Jetzt mal ohne Witz, ich finde nichts. Nichts finde ich. Nichts. Gar nichts. Und ich meine, ich weiß, dass hier noch irgendwie so eine Art überdachter Weg irgendwie so ist, mit so ein paar Fenstern und. Oder ich weiß nicht, ob ich das gerade verwechsle, aber ich weiß, dass das hier an dem Innenhof, dass hier definitiv noch irgendwas fehlt. Also wenn da irgendwo irgendwie einer was findet, irgendwas im Angebot hat, dann lasst es mich doch einfach wissen. Ne? Damit wir hier das auch endlich mal fertig kriegen können hier. Ne? Aber, und darum soll es ja gar nicht gehen. Ne? Also wenn ihr da was findet, dann findet ihr da was. Wenn nicht, dann ja, muss ich mal mein DVD-Regal auseinandernehmen und mir die ganzen Filme mal reinziehen. Irgendwo in irgendeinem Teil wird man noch bestimmt diesen Innenhof hier zu sehen kriegen. Ne? Aber das kommt dann noch ganz in Ruhe. Wir machen jetzt erstmal hier weiter komplett. Ne? Hier komplett diese Ecke hier. Ne? Hier, ne, was wir hier gemacht hatten und dann hier. Ne? Das. Oh, sorry. Das machen wir komplett zu. Ja? Wir haben jetzt angefangen. Oh, ey, Digga. Wir haben ja angefangen, hier schon mal ein bisschen die Vorbereitungen hier für die Brücke zu machen. Ne, die kommt ja hier hin. Die wird auch recht groß. Auf dem einen Bild, was ich habe, da sah die auch recht dick aus. Ne, deswegen, also so die Dicke hier zwischen den Türmen hier, wird die schon haben. Ja, und die geht ja dann hier komplett lang, die geht ja hier komplett einmal rüber und schließt ja dann da an. Obwohl ich halt auf dem Bild nicht erkennen kann, wie das hier anschließt. Keine Ahnung, ich ziehe das einfach mal. Und dann gucken wir mal, wo wir da am Ende des Tages irgendwie ankommen. Ne, das geht ja da komplett so dran. Ne, das werden wir dann halt als erstes erstmal machen. Hier die Brücke komplett ziehen. Ne, dann hier halt so, dann halt irgendwie. Türen oder was machen, dass man auf die Brücke kommt. Ne, dasselbe machen wir dann hier. Ne, und dann gucken wir jetzt endlich mal, dass wir das hier zukriegen. Ne, und dann fehlt uns ja eigentlich, ne, wenn wir jetzt hier die Brücke haben und hier die Ecke zu haben, ne, dann fehlt uns ja noch das Bootshaus vorne da an der großen Halle. Ne, und dann hier, wie gesagt, das restliche Gebirge hinten einmal rum, der See. Und dann ist das ja von außen komplett fertig, dass wir reingehen können. Weil innen einrichtungsmäßig wird da nämlich auch noch ein bisschen was passieren. Da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Ne? So viel dann dazu. Ne, ich meine, es ist jetzt nichts. Es ist jetzt, wie gesagt, das ist. Also was den Außenbereich angeht, sage ich jetzt mal, ist jetzt schon Endspurt. Ne? Da haben wir jetzt echt gar nicht mehr viel, aber als ja doch, bevor wir dann das auch machen mit dem Bootshaus und so, weil ich dann mit dem Wasser erst noch ein bisschen vorbereiten muss und mir den Weg erstmal einmal vorbauen muss darunter, dachte ich mir so, dass wir in der Zeit, wo ich das mache, da mit dem Vorbauen, dass wir erstmal die Ecke hier mit der Brücke und alles, dass wir die komplett fertig machen, dass wir da einen Haken dran setzen können. Ne? Dann vorne Bootshaus, ja, dann den Rest vom Gebirge, den Schwarzen See da einmal hin. Und dann geht es nämlich schon rein in die gute Stube. Ne?
Gut. Du bist da erstmal Bescheid an der Stelle. Ne? Was jetzt hier noch passieren wird. Ne? Und ja. Genau, das war's dann jetzt auch schon wieder. Ne? Eigentlich schnell jetzt durchgekriegt. Ja, ich habe euch jetzt so erzählt, wie wir jetzt erstmal weitermachen. Ne? Wir machen jetzt, wie gesagt, erstmal hier die Ecke fertig komplett. Ne? Bevor wir weitergehen. Ne? Dann würde ich sagen, oh, haben wir doch jetzt gut was geschafft. Wie gesagt, es geht außenbereichmäßig, geht es langsam Richtung Endspurt jetzt. Ne? Ne? Dann würde ich sagen, soll es das jetzt an der Stelle erstmal gewesen sein. Ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier in Hogwarts. Dann auch genau wieder hier selbe Bild, selbe Stelle. Ne? Wie gesagt, wir machen das hier erst fertig. Ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier in Hogwarts. Ne? Und dann würde ich sagen, bis dahin, ciao, ciao, Wiederschauen und